Es ist relativ einfach zu wissen, dass ein Mann dich mag, wenn du seine Körpersprache beobachtest, sein Verhalten beobachtest. Aber was kannst du tun, wenn du ihn im Moment nicht sehen kannst? Wie kannst du wissen, ob er Interesse hat, wenn du ihn nicht persönlich triffst? Vielleicht, weil es eine Fernbeziehung ist und ihr so weit voneinander entfernt wohnt. Oder weil ihr noch nicht so weit seid, dass ihr euch trefft. Oder wenn vielleicht bestimmte Umstände im Moment verhindern, dass man sich persönlich trifft. Dann bleibt dir nur eines über. Du musst anhand seiner Nachrichten herausfinden, ob er Interesse hat oder ob er kein Interesse hat. Die schlechte Nachricht ist, du kannst ihn nicht direkt fragen, was er für dich fühlt. Wenn du das tust, dann erstens mal, manchmal weiß er es selbst nicht so genau. Und zweitens könnte das euer Gespräch in eine irgendwie komische Richtung führen. Die gute Nachricht ist, du brauchst ihn nicht zu fragen, denn am Ende dieses Videos wirst du wissen, was die 7 Anzeichen sind, die dir verraten, dass dieser Mann hundertprozentig Interesse an dir hat. Und das trifft für alle Nachrichten zu, ganz egal, ob das SMS ist, WhatsApp, Tinder oder irgendeine andere Online-Dating-Plattform oder Social Media. Diese 7 Anzeichen zeigen Männer immer, wenn sie mit dir schreiben. Bevor wir loslegen, abonniere meinen Kanal, damit du all die spannenden Videos auch immer sofort bekommst. Wenn ich mit Klientinnen arbeite, dann ist oft die größte Frage: Petra, hat dieser Mann wirklich Interesse an mir? Will der mich wirklich besser kennenlernen? Oder ist es einfach nur ein Player? Spielt er nur mit mir? Meint er es gar nicht ernst? Und das ist eine wichtige, eine berechtigte Frage, denn erstens willst du nicht deine Zeit verschwenden mit jemandem, der dich gar nicht wertschätzt. Und zweitens möchtest du auch nicht dein Herz für jemanden öffnen, der es nicht ernst mit dir meint. Und hier sind die 7 Anzeichen, die dir verraten, dass er echtes, aufrichtiges Interesse hat. Nummer 1. Er spricht über Dinge, die er mit dir gemeinsam tun könnte. Und bevor das jetzt in die falsche Richtung geht, ich meine jetzt nicht nur Dinge, die man im Schlafzimmer miteinander tun könnte, sondern Dinge, die man generell miteinander unternehmen würde. Ein Mann, der wirkliches Interesse hat, der würde dann so Dinge sagen wie: Wenn ich jetzt bei dir wäre, dann würde ich dir helfen, deinen Garten jetzt schön zu machen. Oder wenn ich jetzt bei dir wäre, dann könnten wir gemeinsam laufen gehen. Wenn ich jetzt bei dir wäre, dann könnten wir gemeinsam Abendessen kochen oder wir könnten gemeinsam diesen Film ansehen. Wenn ein Mann solche Aussagen macht, dann tut er das, weil er sich schon vorstellt, wie es wäre, bei dir zu sein und auch, weil er natürlich möchte, dass du dir vorstellst, wie es wäre, mit ihm zu sein. Das heißt, das hier ist ein eindeutiges Zeichen, dass dieser Mann Interesse an dir hat. Zeichen Nummer 2, er schickt dir hin und wieder so Flirt-Emojis. Okay, ich möchte jetzt nicht so generalisieren und Männer sind meistens mehr zurückhaltend mit Emojis. Die sind eher so ein bisschen kurz, knapp, sachlich meistens, nicht alle, ja, also ich möchte das jetzt nicht so alle Männer in einen Topf werfen, aber eines ist trotzdem sehr, sehr auffällig, wenn eben genau dieser Mann, der normalerweise wenig Emojis verwendet, plötzlich beginnt, Emojis zu schicken. Küsschen-Emojis und Zwinker-Emojis und Smileys und Smiley mit roten Backen. Und Männer tun das, weil sie dir versuchen zu gefallen. Er tut das, weil er sich natürlich anpassen möchte, vielleicht an deine Schreibweise oder beginnt dich zu spiegeln. Und spiegeln ist ein super Anzeichen, dass jemand mit dir Verbundenheit fühlt, dass jemand wirkliches Interesse an dir hat. Also wenn der Mann jetzt anfängt, immer wieder Emojis zu schicken, nette, süße Emojis zu schicken, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Anzeichen Nummer 3. Er schickt dir lange Nachrichten. Jetzt bist du vielleicht geschockt. Was? Männer schicken lange Nachrichten? Ja. Also lang für sie. Man muss das immer in Relation setzen zu dem typischen Männer-SMS: Hallo, wie geht's? Oder Hallo, schöne Frau. So dieses 3 bis 5 Wörter-Sätze. Aber in Relation dazu, lange Nachrichten zu schreiben, würde bedeuten, dass er gerne mit dir schreibt. Und warum schreibt er gerne mit dir? Weil er Interesse an dir hat. Genauso ist es. Also, wenn du plötzlich von diesem Mann
lange Nachrichten bekommst, er wirklich ins Detail geht, dir viel erzählt und oft antwortet, dann heißt das, dass er hundertprozentig Interesse an dir hat. Anzeichen Nummer 4, er schreibt zuerst. Und prinzipiell ist es ein ganz schlechtes Zeichen, wenn jedes Gespräch von dir ausgeht. Wenn du bemerkst, dass immer du die Erste bist, die schreibt und dass ihr nur miteinander sprecht, weil du geschrieben hast, dann ist das kein gutes Zeichen. Andersrum gesprochen, Männer, die von sich aus immer wieder das Gespräch suchen, wenn er ständig beginnt, dir zu schreiben, dann kannst du wissen, dass er wirklich an dich denkt und dass er wirklich Interesse hat. Und das kannst du gerne testen, indem du dich einfach ein paar Tage lang nicht meldest und beobachtest, wie er reagiert, ob er dann beginnt zu schreiben oder ob er dann wirklich auch wochenlang nicht schreiben würde, nur weil du nicht geschrieben hast. Übrigens, wenn du dir nicht sicher bist, was du antworten sollst, oder wenn der Mann sich gerade zurückgezogen hat und nicht so richtig in die Gänge kommt, unten in der Beschreibung und am Ende des Videos findest du den Link zum SMS-Workshop. Im SMS-Workshop findest du ganz, ganz viele Nachrichten, die du einem Mann schicken kannst, wenn er sich gerade zurückgezogen hat, wenn er sich zu wenig bemüht oder auch wenn er vielleicht zu aufdringlich geworden ist. Also klick dort auf den Link und hol den SMS-Workshop. Anzeichen Nummer 5. Er antwortet dir meistens sofort. Und es ist jetzt nicht so, dass ein Mann nur dann Interesse an dir hat, wenn er immer sofort antwortet und so. Das nicht, denn die Realität ist, manchmal ist er einfach beschäftigt, da hat er gerade was zu tun. Und manches Mal sitzt er da und wartet sehnsüchtig auf deine Nachricht und denkt nur an dich. Und vermisst dich und freut sich, wenn du schreibst. Und eins ist klar, jemand, der kein Interesse hat, wird auch niemals gleich antworten. Plus ein Mann, der sehr wohl an dich denkt und der Gefühle für dich hat, der wird häufiger gleich antworten und sofort reagieren, weil er sich freut, weil er sieht, oh wow, eine Nachricht, oh, es ist von ihr. Und jetzt hat er gerade Zeit und er denkt gerade nicht und er schreibt einfach zurück. Warum auch nicht? Wenn ich jemanden mag, dann kann ich ja auch gleich antworten. Anzeichen Nummer 6, er schreibt dir, wenn er aufwacht, morgens. Die berühmt-berüchtigten Guten Morgen-SMS. Prinzipiell bin ich ja kein Fan von Guten Morgen-SMS. Das weißt du vielleicht aus den anderen Videos. Da man da so leicht in eine Routine kommen kann, dieses ständige Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Könnte sich abnutzen, es könnte auch so das Gefühl entstehen, dass man gezwungen ist, morgens zu schreiben, weil sonst die andere Person vielleicht irritiert ist oder man vielleicht jetzt irgendwie eine ungewollte, eine negative Botschaft schickt dadurch. Aber Tatsache ist, wenn wir jemanden gern haben und verliebt sind, dann denken wir an diese Person meistens sofort nach dem Aufwachen. Das heißt, wenn ich sofort nach dem Aufwachen an dich denke, dann habe ich das Bedürfnis, dir auch sofort zu schreiben, nicht wahr? Deshalb, auch wenn ich kein Fan von Guten Morgen SMS bin, wenn du von ihm regelmäßig Guten Morgen SMS bekommst, ist das ein verdammt gutes Zeichen, dass dieser Mann wirkliches Interesse an dir hat. Anzeichen Nummer 7. Er ist neugierig, mehr über dich zu erfahren und fragt dich ganz viele Fragen über dich. Und jetzt meine ich nicht diese Frage, welche Farbe hat deine Unterwäsche heute? Das meine ich nicht damit, sondern echte Fragen über dich, Fragen über dein Leben, deine Persönlichkeit, deine Interessen, deine Hobbys, über alles, was dich irgendwie begeistert oder beschäftigt. Ein Mann, der wahres Interesse an dir hat, fragt solche Fragen. Die Männer, die nur fragen, welche Farbe hat deine Unterwäsche, die haben halt ein sehr limitiertes Interesse. Die interessieren sich halt möglicherweise nicht für deinen Charakter, für dich als Mensch. Aber die, die wirklich fragen, wie geht's dir und was machst du und wie war dein Tag und wie war, keine Ahnung, die Situation in der Arbeit und so weiter, der hat wahres, echtes Interesse an dir. Und oft stellen sie diese Fragen nicht nur, weil sie jetzt wirklich wissen wollen, wie dein Arbeitstag heute war, sondern weil sie einfach mit dir reden wollen, weil er eine Möglichkeit sucht, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und das ist ein gutes Zeichen, dass dieser Mann wirklich, wirklich Interesse an dir hat.
Welche Anzeichen zeigt dein aktueller Kandidat im Moment? Hinterlass mir hier unter dem Video einen Kommentar dazu. Wenn du mehr SMS-Vorlagen haben möchtest, hol sie dir hier in unserem SMS-Workshop. Du wirst staunen, wie effektiv diese Nachrichten bei ihm ankommen. Hast du gefallen? Gib mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.